Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge Democracy 3. Auch diese Folge stammt aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß dabei. Oha. Wir sind nicht so krass abhängig vom Ölpreis. Ja, Ölpreisschock, genau. Besorgnis über die Unruhen im Mittleren Osten haben in vielen Ländern Panik ausgelöst und aus Angst vor zukünftigen Versorgungsproblemen zum Horten von Erdöl geführt. Als Folge davon ist die Nachfrage nach Öl hochgeschnellt und es könnte negative Auswirkungen für die Autofahrer und unsere Wirtschaft haben, da die Anstiege im Ölpreis die erhöhte Nachfrage widerspiegeln. Ölversorgung minus 0, aber wir haben ganz viel gegen Öl gemacht. Internetkriminalität, eine neue Situation. Aha. Hier gerade knapp drüber gekommen. Internetkriminalität. Mit unserer massiven Internetnutzung und anderen technologischen Mitteln ist ein rapider Anstieg in der Internetkriminalität zu verzeichnen. Computerviren, die jetzt nicht mehr nur den Zielcomputer kaputt machen, sondern die sich darin versteckten und die privaten Informationen des Nutzers stehlen, bis sie entdeckt werden, oft um Bankpasswörter zu stehlen oder Identitätsbetrug zu begehen oder die vom Computer kapern und für weitere Verbrechen nutzen, die sich nur schwer auf die ursprüngliche Quelle zurückverfolgen lassen. Aha. Eine Auswirkung der Technologie. Krass. Hätte ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. Und den Geheimdienst haben wir gerade runtergefahren. Ja, wo dann auch wieder die Frage ist, warum ist es der Geheimdienst, der sich mit Internetkriminalität beschäftigt? Also, naja. Ja, genau. Und das andere, Water Shortage. It is back. Nein. Na, Mann. Ja, jetzt wissen wir auch, warum unser Bruttoinlandsprodukt wieder so ein Stück eingebrochen ist. Ja. Oh, Mann. Es hört nicht auf. Das ist übrigens auch das Spannende eigentlich an Politik und an Machen von Politik. Es hört nie auf. Es kommt jeden Tag was Neues dazu. Es ändert sich immer irgendwas. Kein Tag ist wie der andere. Ja. Und hier. Ja, hier spielt die Technologie eine große Rolle und nur der Geheimdienst hat Auswirkungen darauf. Das finde ich so ein bisschen. Ich würde jetzt gerne bei Recht und Ordnung gucken, ob wir da irgendwas haben, aber da Telefonüberwachung. Es ist schon mal besser als Internetzensur. Ja, aber ich glaube. Also ich denke nicht, dass Telefonüberwachung in irgendeiner Form Auswirkungen auf diese Kriminalität hat. Ich fürchte, wir müssen den Geheimdienst wieder anfassen. Ich denke auch. Ja, wir haben einen Überschuss. Oh, ab ja, hier. Wahrscheinlich wird es eher so dieser eher der Hightech-Bereich werden. Ja. Also hier. Um die Internetkriminalität relativ zügig anzufassen. Ja, es hat halt zwar eine hohe Latenz, aber 18% finde ich schon super. Ja. Also bis zum Ende unserer Spielzeit sollte das nicht im Griff sein, aber ein bisschen nicht mehr zu gut. Genau. Also. Ja. Jo. Änderungen annehmen. Ja, möchte ich. So, dann haben wir direkt mal hier gegen was getan. Müssen wir gucken, wie sich das nächstes Mal auswirkt. Und hier sind wir wieder bei. Also hier sind wir schon wieder im Prinzip auf dem Trend nach unten. Unser Climate Change Adaption Fund wirkt sich reduzierend darauf aus. Wir haben einen Überschuss. Ich würde einfach mal 12 Milliarden hochgehen. Arbeitslosenzahlen, Water Shortage wird beeinflusst und der Rest gefällt mir auch. Ja, das können wir gerne machen. Lass uns mal ein bisschen die Weltwirtschaft im Blick haben, beziehungsweise unser Bruttoinlandsprodukt. Wir haben irgendwie so doll wir haben gut Schulden abgebaut. Es ist also nicht so schlimm, wenn wir zwischendurch auch mal wieder ein bisschen, wenn wir zwischendurch welche machen. Aber lasst uns zumindest ein bisschen im Blick haben, wie sich die Wirtschaft so entwickelt. Ja, also das haben wir jetzt auch erhöht. Wir gucken nochmal auf, unser BIP ist jetzt weiter abgesackt. Ja. Gut wegen Water Shortage. Und der Internetkriminalität. Ja, beides hat einen
Impact auf das BIP. Ja. Ja. Hoffen wir mal. Dann würde ich sagen, mit 15. Ansonsten, was könnten wir jetzt hier gerade noch wahrscheinlich nicht also Sinnvolles, was wir nochmal anfassen können? Ja. Also ich wüsste jetzt auch gerade ehrlich gesagt nicht so richtig was. Ja, dann machen wir einfach mal nächste. Was wirft er uns jetzt? Okay. Ein Dilemma. Positive Diskriminierung. Gefordert wird ein Gesetz, wonach Quoten für die Beschäftigung ethnischer und sonstiger Minderheiten in großen Körperschaften und Regierungsstellen festgelegt werden sollen. Damit würden auf Unternehmen Druck ausgeübt, einige Stellenkandidaten gegenüber anderen höhere Priorität aufgrund ihrer Rasse, schwieriges Wort, ihres Geschlechtes oder Alters zu geben. Ethnische Herkunft finde ich besser. Anstatt Rasse. So, Gesetz erlassen. Wir brauchen dieses Gesetz. In wirtschaftlicher Hinsicht hat es gar keinen Sinn, wenn Menschen unter oder über einen bestimmten Alter arbeitsunfähig gemacht werden. In menschlicher Hinsicht ist dies auch eine sehr notwendige Kompensation für Jahre der Diskriminierung am Arbeitsplatz gegen ethnische Minderheiten, Frauen, ältere und behinderte Menschen. Okay. Gesetz abweisen. Das ist ein äußerst fehlerhaftes Gesetz. Es hat überhaupt keinen Sinn, gegen Diskriminierung mit Diskriminierung anzukämpfen. Damit ergeben sich zwei Probleme, und zwar das der Mitglieder von Minderheiten, die das Gefühl haben, dass sie die Position nicht aufgrund ihrer Leistung erhalten haben, und die Missgunst des potenziellen Arbeitnehmers, dem der Job verweigert wurde. Tatsächlich sind beide Argumentationen jetzt gar nicht so doof. Ne? Also ich, auf den ersten Blick sind beide nicht doof, ja. Ich finde, auf den zweiten Blick müsste man noch ein bisschen mehr ausholen, warum denn oder woher denn eigentlich der Gedanke von so einer Quotenregelung kommt. Also was steckt denn eigentlich dahinter? Mhm. Und augenscheinlich ist es die Erkenntnis, dass bestimmte Gruppen nicht ausreichend repräsentiert sind. Dann ist der erste Zugang natürlich zu sagen, naja, aber warum sind sie denn nicht ausreichend repräsentiert? Weil es gibt nicht genug gute Bewerber oder Bewerberinnen. Ja. Ja, wie kommen wir denn jetzt aber zu guten Bewerbern, guten Bewerberinnen? So, und dann kommen wir, wenn wir das immer weiter runterdeklinieren und von mir aus bis zur Schulbildung gehen oder zur, weiß ich nicht, zur technischen Ausstattung oder den wirtschaftlichen Möglichkeiten innerhalb der Familie, wird man halt feststellen, glaube ich, und es gibt ja auch Studien dazu, dass es schwieriger ist, den sozialen Aufstieg zu schaffen oder dass es schwierig ist, diesen sozialen Aufstieg insoweit zu schaffen und vor allem auch im Bereich vorzukommen, wenn man nicht schon familiär vorgeprägt ist, also gerade Nicht-Akademiker erleben das ja auch immer wieder. Und in bestimmten Berufsfeldern wird man auch feststellen, dass weniger Frauen da sind. Das ist dann die Frage. Ist es weniger attraktiv? Ich würde es jetzt einfach mal am Bereich der Politik festmachen, weil es da ein aktuelles Beispiel gibt. Warum ich jetzt ein Stück weit weiter aushole. Da war die Debatte darüber, ob es eine quotierte Wahlliste geben soll. Also immer Männer und Frauen. Mhm. Das haben wir bei den Landeslisten, bei einigen Parteien kennen wir das schon. Wir kennen auch diese Doppelspitzen. Das ergab sich, dass entweder die einzelnen Flügel repräsentiert werden sollten oder die Geschlechter repräsentiert werden sollten oder Regionen. Es kam immer so ein bisschen drauf an, reden wir über eine Landeswahl oder über eine Wahl im Bundesgebiet oder geht es um Posten in Parteien oder wie auch immer. Also das wird schon immer alles so ein bisschen ausgewogen gemacht. Wenn du aber niemanden hast, der beispielsweise einer ethnischen Minderheit angehört, dann kannst du die Person da auch nicht aufstellen. Wie komme ich dann aber dahin, dass diese Person überhaupt in Frage kommt, mit aufgestellt zu werden? Dann musst du dir die Strukturen dahinter angucken. Du kannst dich fragen, wie ist der Auswahlprozess in politischen Parteien? Wie ist die Möglichkeit zur Teilhabe? Wann treffen die sich? Können Frauen daran teilnehmen? Ist der Ort, wo sich Parteien treffen, ist der zugänglich für Leute, die vielleicht im Rollstuhl sitzen? Oder können Menschen, die erblindet sind, können die überhaupt daran teilnehmen? Also ganz viele Dinge, die Frage des Zugangs einfach nochmal so ein Stück weit anders beleuchten.
Und ich wollte das jetzt nur für diesen Bereich Politik und Parteien machen, weil das ist ein Bereich, in dem ich mich gut auskenne. Man könnte das sicherlich auch noch, ich weiß nicht, wie das in anderen Wissenschaftsdisziplinen beispielsweise ist. Ich weiß nicht, wie das in der technologischen Forschung ist. Momentan habe ich den Eindruck, dass solange wir es nicht schaffen, dass unsere Gesellschaft so inklusiv ist und breit aufgestellt, dass ein Bildungsaufstieg möglich ist, kommen wir an Quoten nicht vorbei. Ja, also von der Naturwissenschaft kann ich dir sagen, dass es tatsächlich da, also was bei verschiedenen Ethnien habe ich nicht so wirklich den Überblick, aber mir ist so eine Statistik ganz, ganz präsent. So außer Biochemie, wo ich ja promoviert habe, ist es halt so, dass da wirklich fast 50-50 Frauen zu Männer sind auf dem Level der Doktorarbeit. Bei den Professorinnen sieht es dann, weiß ich nicht, die letzte Zahl, die ich irgendwo gelesen habe, war bei 12%. Aber nagelt das mich nicht drauf fest und ich weiß nicht, wo das ist. Aber wo ich das gelesen habe. Aber es war auf jeden Fall eine Diskrepanz. Also in der Wissenschaft an sich gibt es diesen Glass-Ceiling-Effekt für Frauen. Den gibt es sicherlich auch in dem einen oder anderen Wirtschaftszweig. Ja, aber ich wollte jetzt auch von dem sprechen, wo ich mich ein bisschen aus der Erfahrung auskenne, weil ich in dem Feld war. Und dann würde sich die Frage stellen, inwieweit ist denn so ein System, das so geprägt ist, überhaupt dazu in der Lage, A, festzustellen, oh ja, wir brauchen irgendwie mehr Diversität, wir brauchen mehr Leute. B, können diese Menschen überhaupt gefördert werden? Und wie kann man das machen, dass sie dann tatsächlich irgendwann auch mal in deinem Beispiel jetzt zu ProfessorInnen werden? Ja. Und so. Und solange dieses Bewusstsein und auch die notwendigen Mittel nicht da sind, befürchte ich, weil das ist halt das Blöde, wir kommen hier wieder nicht an Gesetze erlassen oder Gesetze abweisen vorbei. Ja. Aber das, was da eigentlich dahinter steht, ist auch wieder viel, viel, viel größer als ein Gesetz zur Quotierung, oder nicht? Ja, und ich würde an dieser Stelle dann einfach mal das Gesetz erlassen wählen. Okay. Mir gefiel deine Argumentation sehr und auch das mit dem Beispiel. Oh. Und da ist Romy weg. Chat, bist du, seid ihr wenigstens noch da? Romy, hallo. Hey. Da bist du wieder. Du warst kurz verschwunden. Kannst du mich hören? Ja, ich weiß auch nicht. Auf einmal. Ich kann nicht wundern. Na, du hast leichte Aussetzer. Und bei mir sehe ich jetzt schon wieder ein kleines rotes Licht leuchten. Ich habe aber genug Plattenplatz für alles Mögliche. Also. Eigentlich sollte es kein Problem sein. Ich glaube, wir laufen jetzt auch wieder, ja. Okay. Wir stehen hier Spalier. Ja, wie schön. Ihr seid bei uns. Das ist toll. Sehr, sehr schön. So. Jetzt gucken wir mal gerade, was hat hier unsere Initiative? Okay, der Geheimdienst wächst jetzt langsam an und tut etwas hiergegen und zieht das hoffentlich nach unten. André, ich wollte nur kurz anmerken, dass ich den Spielebildschirm in unserer Videokonferenz nicht mehr sehe, sondern ich muss über den Stream gucken, der ganz leicht verzögert ist. Nein, dann ändern wir das doch gleich nochmal. Dankeschön. Ist es jetzt besser, Frau Höhne? Ist total toll. Danke. Super. Jo, alles klar. Also unsere Internetkriminalität ist auf dem absteigenden Ast. Unsere Geheimdienst geht langsam hoch. Wir haben unseren Climate Change Adaption geändert und zack sind wir die Wasserknappheit wieder los.
Na, das ist ja mal ein direkter Hebel. Unternehmensexodus, wir sind hier. Der Trend geht ganz leicht nach oben. Aber nicht verrückt werden, hast du ja die ganze Zeit schon gesagt. Gewalt gegen Roboter geht langsam, ist immer noch leichter Abwärtstrend, aber weniger abwärts. Tja. Also das mit dem Wasser ist super und wir haben 45. Wollen wir nach komplizierten, teuren Dingen für die Wirtschaft gucken? Hier können wir uns jetzt tatsächlich alles leisten. Jetzt, wo es doch überall so ein bisschen Geld gab, könnten wir über die Eco-Home Regulations nochmal nachdenken. Das stimmt. Quasi ja, Hausstandards für ökologische Ökofreundlichkeit. Genau, wir haben in unserem Climate Change Fonds finanzielle Rücklagen haben, um so mehr zu finanzieren. Ja. Dann machen wir das doch mal. Implementieren. Und dann würde ich gerne nochmal auf die Gewerkschaftsförderung irgendwie gucken. Ja. Auf jeden Fall, die hatte ich nämlich auch gesehen. So, Umweltschützer, CO2-Emissionen. Tja, bisschen höher. Ja, wir machen halt wieder was, was den Kapitalisten nicht freut. Aber es passt halt so gut zu unserer sonstigen Politik. Ja, so oder noch höher? Aber ich würde es erstmal so lassen. Okay. Und dann hatten wir da auch was für... Also staatliche Unterstützung für Gewerkschaften. An die Trade Unions. Also Handels... Gewerkschaften? Ach nee, das ist aber Trade Unions. Das sind nicht, ist nicht der Handel, sondern... die Berufung, also Trade Unions wie Berufsgewerkschaften. Also Gewerkschaften für verschiedene Berufe. Trade von Berufung und nicht von Handel. Um Gottes Willen. Also für verschiedene... So, das ist also eine Unterstützung für Gewerkschaften Unterstützung für Gewerkschaften und auch Steuererleichterungen. Das wird schnell eingeführt, das können wir uns auch leisten. Ja, das finden auch wieder die Kapitalisten überhaupt nicht gut. Ja, wahrscheinlich nicht, das stimmt. Es gibt hier auch das Gegenteil, Trade Union Restrictions. Das ist auch spannend. Aber ich wäre dafür... Ich will mir das andere nochmal durchlesen. Ja. Zu Ende. Firmen oder Gesellschaften sehen sich einer großen Zahl von Herausforderungen in der modernen Zeit gegenüber. Diese Gewerkschaften tragen dazu bei, dass diese Herausforderungen größer werden. Also wenn man sie verbietet, dann hilft das. Genau, die Frage, die sich hier dann aber anschließt, wenn wir der Argumentation folgen, warum man Gewerkschaften beschränken sollte, da ist ja die Idee, dass Gewerkschaften in dieser institutionalisierten Form überhaupt nicht dazu in der Lage sind, die moderne Welt oder die moderne Arbeitswelt, Freiberuflichkeit und alle möglichen Fragestellungen wie Grundeinkommen oder so, die sind dazu gar nicht in der Lage, das zu behandeln. Und damit also nicht geeignet im politischen Austausch. Das ist ja sozusagen das Argument, was dem dahinter steht. Ja, das stimmt, ja. Und wenn wir diesem Argument natürlich jetzt folgen würden, würde das bedeuten, dass ein System, was eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, in der Argumentation der Gegner von Gewerkschaften, dass wir das staatlich unterstützen. Ich bin auch in der Arbeitnehmerinnenrechte, deswegen... Ich wollte das nur anmerken, woher diese Gegenposition kommen könnte.
Ja. Wir sind fast durch mit unserer zweiten Amtszeit. Wir können danach nicht wiedergewählt werden. Ja, und wir haben eine Zustimmung von 99, irgendwas. Deswegen würde ich hier jetzt tatsächlich implementieren. Gewerkschafter find's toll, Kapitalist nicht so. Löhne steigen. Um 2%, wenn wir es so lassen. Naja, und wir wollten ja, dass unser Lohnniveau ein Stück steigt. Ja, und ich würde es auch in diese Richtung schieben. Lohnniveau ist damit 2,95. Finde ich gut. Könntest du mal bitte bei den Kapitalisten schauen, wie viel das zurückgeht? -8,8. Ach naja, sagen wir es mal so, wenn wir wiedergewählt werden wollen würden, ja, weiß nicht, ob die richtige Reihenfolge war, dann würde ich es nicht machen, aber jetzt, wo wir sagen, unsere Amtszeit ist bald vorbei und der Nachfolger, die Nachfolgerin kann dann gerne übernehmen. So, haben wir das auch eingeführt. Jetzt haben wir noch 16. Ich würde in die nächste Runde gehen. Okay, gehen wir in die nächste Runde. Was wartet uns jetzt? Ja, yeah. Water Shortage ist zu Ende und jetzt haben wir wieder ein Dilemma. Whistleblower. Ein Geheimdienst Untervertragsnehmer hat diverse Dokumente geleakt und hat etwas Licht ins Dunkel, auf die dunkle Seite des Kriegs gegen den Terror gebracht. Sollten wir den verurteilen? Sollten die Strafverfolger alles in ihrer Macht Stehende tun, um diesen Menschen zur Strecke zu bringen? Oder sollten wir unseren Geheimdienst reformieren und sollten wir sollten wir nutzen dieses Fehlverhalten, was ihm vorgeworfen wurde, nämlich dieses Whistleblower-Tum? Und da gibt's Verurteilen. Was? Ich finde zum Beispiel schwierig, weil wir doch wissen, dass es um einen realen Fall geht. Ja. Und dieses Wissen, dass es um diesen realen Fall geht, mit all den geheimdienstlichen Implikationen, die auch jetzt immer noch an irgendwelchen FBI-Dokumenten, die in den letzten Monaten veröffentlicht worden sind, gegen Roger Stone oder so, die stehen da ja immer noch drin. Und ja. Insofern fällt mir das ein bisschen schwer an, weil ich dieses Beispiel im Kopf habe. Also eigentlich müsste man ermitteln und dann müsste man auch reformieren, weil erst wenn man ermittelt, weiß man, wo denn jetzt eigentlich das Problem liegt und dann kann man es auch reformieren. Gut, aber mit dem Ermitteln ist der Whistleblower gemeint. Das stimmt schon, aber da sind wir ja, deswegen meine ich, mir fällt es schwer, das ohne den realen Fall zu betrachten. Ja. Weil es gibt natürlich auch in dem Fall, gab es legale Wege, diese Information weiterzugeben. Stattdessen ist es nicht durch Journalisten nochmal überprüft, in Geschichten eingearbeitet worden, sondern direkt veröffentlicht mit entsprechenden geheimdienstlichen Implikationen für Menschen, die dadurch gefährdet worden sind, vor Ort irgendwelche Quellen in verschiedenen Staaten. Also da ist mir fällt es schwer, dort an der Stelle das in so einem Entweder-Oder zu fassen. Ja, aber an der Stelle würde ich sagen, wir haben gerade unseren Geheimdienst erhöht, weil wir Probleme mit Internetkriminalität haben. Ich wäre sofort dafür, unseren gerade durchfinanzierten Geheimdienst erstmal zu reformieren, nachdem sowas rauskommt. Wenn wir im Kontext unseres Spiels bleiben. Genau, ich finde das auch gut. Wollte nur anmerken, dass mir das schwerfällt. Ja. So einfach zu entscheiden. Reform, Secret Service, Water, die Wasserknappheit ist zu Ende. Das ist schon mal ganz super. Wir gucken nochmal gerade, da bin ich jetzt mal... Und da sind wir mit unserem BIP wieder nach oben gekommen. Sehr schön. Und unsere Schuld ist, wir sind fast schuldenfrei. Also das ist schon verrückt. Wir haben das jetzt in, keine Ahnung, 10 Runden oder so geschafft. Ja. 450 Milliarden abzubauen nebenbei. Ja. Unglaublich. Wahnsinn.
Gut, wie sieht es denn eigentlich an dieser Stelle mit unserer Internetkriminalität aus? Da war ich mir jetzt gerade. Es sinkt und der Geheimdienst fängt an, auch Früchte zu tragen. Das wächst nur langsam. Wir sind jetzt im Moment bei -2. Es geht bis -18 und wir haben schon dieses Stück erreicht. Das heißt, hier müssen wir eigentlich nichts mehr anfassen. Okay, also wir können es wirklich einfach laufen lassen. Sehr schön. Ja. Gucken wir, wie die Gewalt gegen Roboter stagniert wieder. Ja, ja. Aber es ist auch immer noch nicht. Kostet halt relativ viel. Ja. Und hier. Es steigt. Langsam. Wir haben jetzt halt wirklich ein paar Sachen gemacht, die jetzt nicht unbedingt förderlich sind für Investitionen oder so. Ja, das stimmt. Wollen wir mal in der Wirtschaftsabteilung hier gucken, was wir da noch so haben? Ja. Wir hatten hier auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Ja, genau. Das wäre halt so eine dezentrale Geschichte. Das würde halt zu dem Bildungsniveau, was wir jetzt schon eine Weile durchhalten, zur technologischen Fortschritt und so halt auch passen. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen das auf die Wirtschaft hat. Und auch die Überlegung, dass ja die Dinge auch repariert werden können. Ja, stimmt. Ja. Bedeutet, dass wir dort an der Stelle ein bisschen was für die Nachhaltigkeit machen. Ja. Also von daher gerne. Das implementiere ich mir. Ich bin mal gespannt. Kapitalist findet es wieder nicht so gut. Wir haben was direkt die mittleren Einkommen und niedrige Einkommen hochdrückt. Auslandsbeziehungen leiden ein bisschen, aber ich glaube, wir sind... das ist natürlich nicht so schön. Ja, wir brauchen halt weniger. Ja. Also wir brauchen weniger Import, weil wir mehr Sachen selber reparieren oder herstellen können. Aber das würde ich tatsächlich auch nochmal so auf dieses Niveau hochsetzen, weil das ist tatsächlich schön, dass es endlich mal was wirklich den mittleren Einkommen hilft, die so niedrig sind. Ja, mir ist es ein Tick zu hoch, aber ich finde es auch nicht schlimm. Wir können das gerne so bei den 900 knapp lassen. Okay. Das war jetzt auch nicht teuer. Wir können. Da war jetzt aber nicht mehr viel bei Wirtschaft, ne? Was irgendwie. Nix, was wir noch so. Ja, ich meine, Mars-Programm, aber. Wohlfahrt könnten wir nochmal. Aber, ach nee, da war auch jetzt nicht. Da war auch nichts dabei, irgendwie. Also, ich glaube, es gibt ein bestimmtes Set an politischen Ideen für diese vier Bereiche, die man in diesem Kompass sieht. Und ich habe den Eindruck, dass wir schon relativ viele Dinge implementiert haben, die in unserem Quadranten eine Rolle spielen. Ja, hier wird gerade gesagt, vielleicht eine Steuersenkung für die Unternehmen, weil wir haben auch noch den Einfluss, aber liebe Menschen, wir haben schon die Körperschaftssteuer auf 10% runtergedreht. Wir nehmen dadurch Einnahmen von 16 ein. Wir könnten da tatsächlich nochmal runtergehen. Wir können die noch ein Stück runternehmen. Was würdest du sagen? Direkt mal auf die Hälfte nochmal runter oder so auf 7? Unternehmensexodus wird damit um fast 10% reduziert. Ja. Und da wir die Unternehmen brauchen, damit der Rest auch wieder läuft und dieser Unternehmensexodus schon so eine Weile begleitet, ja. Dann machen wir das mal. Guter Input von der Seitenlinie. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Lieber Chat. Ich hatte da auch schon mal drauf geguckt, aber irgendwann mittendrin im Spiel, aber tatsächlich. So langsam gehen uns die Hebel aus, hier irgendwas zu machen. Tja, 24. Ja. Wir könnten noch andere Steuern anfassen, solange wir noch im Überschuss sind, aber... Ich würde mal in die nächste Runde gehen. Ich würde gerne mal sehen, wie sich das auswirkt.
30, 24, ja, dann verschwenden wir auch nichts. Medienkritik. Eine der populärsten Zeitungen des Landes hat eine Kampagne gestartet, in der sie deine bisherige Politik streng kritisiert. Das wird ohne Zweifel eine negative Auswirkung auf deine Zustimmungsrate unter den Lesern der Zeitung haben. Politische Insider glauben, dass verstimmte kapitalistische Pressezaren hinter dieser Kritik stecken. Ja, ja. Kein Dilemma. Und jetzt Arbeitslosenzahlen sinken. Wie schön. Also, Internetkriminalität. Ja. Auf dem Weg dahin. Gewalt gegen Roboter. Auch wieder ein kleiner Knick nach unten. Und hier, das dauert. Körperschaftssteuer dauert, bis sie Effekt hat. Also sie sinkt ab. Der positive Effekt von 14 zurzeit geht runter auf 5 dazu. Das sollte das ein bisschen bremsen, aber halt erst mit einer Latenz. Also im Moment noch nicht. Tja, und was haben wir hier? Wir sind immer noch positiv. Unser BIP ist ganz klein wenig geschrumpft. Wir sind fast schuldenfrei. Quasi, wenn wir jetzt nichts ausgeben, sind wir schuldenfrei. Das wäre doch ein schönes Ziel zum Ende. Schuldenfrei aus der Nummer rausgehen. Ja. Und es ist die letzte Runde. Echt? Ja. Verrückt. Nur noch eine Runde bis zur Wahl. Tja, wollen wir noch so ein... Also ich wüsste jetzt auch kein Wahlgeschenk mehr, weil die politischen Ideen sind so ein bisschen abgegrast in unserem Bereich. Ja. Müsste ich auch nicht mehr. Also ich weiß nicht, gibt es aus dem Chat noch Vorschläge. Wir haben 55 politisches Kapital. Wir können im Prinzip fast alles anfassen. Wir haben Drogen legalisiert. Wir besteuern Freizeitdrogen. Ja. Oh! Eine Sache wurde gefordert. Weiß nicht, wer es war. Horsti, Repfo. Einer von euch hat gesagt, Prostitution legalisieren. Ich habe gehofft, ich komme drumherum. Also erstmal steht hier, die Konservativen behaupten, dass eine Legalisierung der Prostitution einen starken Verfall in den Familienwerten zur Folge haben würde. Andere wiederum argumentieren, dass die Prostitution kaum verschwinden wird und selbst wenn sie illegal ist, ist es besser für die Gesellschaft und für die Prostituierten, dass diese Praxis reguliert und überwacht und nicht kriminalisiert wird. Was ist deine Haltung dazu, Romy? Du scheinst Kopfschmerzen mit der Nummer zu haben. Ansonsten ja, sehe ich gerade Let's Go to Mars. Also Let's Go to Mars finde ich auch gut. Mich haben irgendwie in den letzten Jahren die Debatten dazu noch nicht so richtig vollständig überzeugt, weswegen ich gehofft habe, dass ich heute drum rumkomme. Weil wenn wir davon ausgehen würden, dass es ein ganz normales Geschäft ist. Es gibt eine Dienstleistung, Menschen bezahlen dafür Geld und alles andere läuft quasi vertraglich geregelt. Dann könnte ich mit diesen Prostitutionen legalisieren, irgendwie was anfangen. Ja. Wenn ich aber sehe, dass Prostituierte auch Opfer von Menschenhandel sein können, dass Prostitution, also dass Menschen Opfer von Prostitution werden, egal ob es Kinder sind, ob es bis Männer sind, bis Frauen sind, es einfach Menschen. Und da fällt mir das einfach so ein Stück weit schwer, weil ich nicht weiß, wie man es schafft, auch in einem legalen Betrieb immer dafür Sorge zu tragen, dass alles, was da passiert, auch legal ist. Also ich weiß nicht, ob dann einfach so wie hier auf Baustellen dann der Zoll einmarschiert und alle Dokumente überprüft. Was das angeht, weder sehr belesen noch ein Experte dafür. Aber ich würde jetzt erstmal pauschal sagen, dass genau diese Sachen wie Menschenhandel und auch Zwang zur Prostitution durch eine Legalisierung schwieriger wird. Aber nicht unmöglich, weil du der Einzige, der helfen kann, oder die Einzige, die helfen kann, sind die Freier. Ja. Und es ist ja auch eine Frage des Geldes. Ich würde jetzt vermuten, das ist jetzt my educated guess,
dass so für die Dienstleistung, für eine legale Dienstleistung auch die Steuern abgeführt werden müssen und so, mehr bezahlst als für eine illegale Dienstleistung. Und ich verstehe diese Positivargumente total, weiß aber einfach nicht, wie man diesen Schwarzmarkt oder diesen Graubereich so regulieren kann, dass es funktioniert. Das meinte ich vorhin mit, ich bin irgendwie noch nicht so richtig überzeugt von den unterschiedlichen Argumenten. Ich habe mich da nicht positioniert bisher, weil ich diese beiden Varianten nachvollziehbar finde. Ja, auf der einen Seite sind wir jetzt hier wieder ein bisschen in der Ausgestaltung. Ich kenne mich da auch nicht so weit aus. Ich würde aber da auch dem einen Beitrag gerade aus dem Chat folgen. Es ist doch wie mit den Drogen. In der Illegalität wäre es schlimmer oder nicht? Also als Frage in den Chat reingebracht. Wenn man anfängt, dass man Teile davon, oder was heißt Teile? Man sagt, dass erstmal Prostitution keine Straftat ist, dann hat man ja nochmal einen ganz anderen Hebel. Es wird halt wahrscheinlich nicht sofort alle Probleme lösen, aber man hat einen ganz anderen Hebel, wenn die quasi die letzte Stufe von potenziell kriminellen Handlungen, die letzte Ebene an Menschen, also die Prostituierten und selbst, keine Straftaten mehr begehen, weil Prostitution legal ist, ist der Oberbau ja besser greifbar, weil, na, also das wäre dann ja, na, ich würde sagen, der Drogenvergleich hinkt, aber es ist, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein, um das irgendwo hineinzuziehen, aber ich finde erstmal, Prostitution legalisieren bereitet überhaupt den Weg dahin, dass man die Kriminalität, die dahinter liegt, angreifbarer oder eher verfolgbarer setzt. Weil wenn du Prostitution legalisierst, dann hast du auch weniger Angst davor, von denen, die dort dann arbeiten, Aussagen zu machen, weil sie selbst keine Straftäterinnen mehr sind. Aber an der Stelle geht es ja nicht vorrangig darum, dass die Frauen Straftäterinnen sind, sondern dass die Frauen Opfer von anderen Straftaten sind. Nämlich in meinem Beispiel, dass sie Opfer von Menschenhandel sind. Ja, genau. Und ich glaube, dass an der Stelle da einfach nochmal ein Stück weit anders argumentiert werden müsste. Also mir fehlt dort der Schutz und der Begleiten, die Unterstützung dafür, dass das tatsächlich ein Geschäft werden kann. Also wir können das legalisieren, das ist alles völlig klar, aber es fehlt, da sind wir wieder bei dem, diese Ausgestaltung immer. Es fehlt mir aber in dieser Absolutheit nochmal die Frage, wie geht man tatsächlich damit um, wie kann man die Frauen tatsächlich schützen. Ja, und an der Stelle wäre meine These jetzt, das ist vielleicht ein bisschen kurz gegriffen, aber wenn du Prostitution legalisierst, dann, also wenn wir hier Prostitution legalisieren können, heißt, dass es zurzeit illegal ist. Wenn wir die Prostitution legalisieren, dann begeht eine Prostituierte keine Straftat mehr, indem sie sich prostituiert. Das heißt, sie geht eher zur Polizei, weil sie um Menschenhandel und so weiter und so fort, das ist vielleicht ein bisschen naiv gedacht, aber sie ist in dem Fall, Prostitution ist legal. Sie sagt, ich bin Prostituierte und die Polizei sagt nicht sofort, oh super, sie geben eine Straftat zu, wir sperren sie jetzt ein, sondern, aha, wo ist das Problem? Okay, Menschenhandel ist passiert, so und so, dann können sie es verfolgen. Das wäre meine sehr heruntergebrochene und naive Art und Weise, mich dieser Sache zu nähern. Ich weiß gar nicht, ob das naiv ist. Ich will, also eigentlich ergänze ich auch nur, dass die, oder beziehungsweise ich führe deinen Gedankengang fort, wenn die Frau aber die jeweilige Sprache nicht spricht, ihr Pass abgenommen worden ist und sie gezwungen wird, sich zu prostituieren, beispielsweise, indem gesagt wird, wir tun deinen Eltern, deiner Familie oder irgendwem was an, dann geht sie ja trotzdem nicht zur Polizei. Ja, das stimmt. Also da fehlt es mir so ein Stück weit an diesem Oberbegriff Prostitution legalisieren. Deswegen hatte ich gehofft, ich komme drum rum. Ja.
Wenn ich ein, an der Stelle würde ich dann sagen, okay, für den Fall, den du gerade umschrieben hast, ändert sich nichts zum Schlechteren, wenn wir Prostitution legalisieren. Für all die, die ein Interesse daran haben, sauber zu arbeiten und, also, weißt du, da wo halt es nicht zwangsläufig darum geht, eine Strafverfolgung zu machen, sondern die, die gerne dort etwas anbieten wollen oder daraus ein Geschäft zu machen, steht es im Moment im Weg und das würden wir hiermit ermöglichen. Ich weiß es nicht. Also wir können das machen, das ist. Nee, wir müssen das nicht machen, wenn wir an dieser Stelle nicht zusammenkommen. Wir regieren dieses Ding hier zusammen und ansonsten können wir immer noch das Mars-Programm losstarten. Das stimmt. Ich kann halt diese Argumentation verstehen. Also ich kann auch deine Argumentation verstehen. Das erschließt sich mir schon logisch. Mir fehlt einfach nur noch dieser eine Teil, der hier auch in der Argumentation vorkommt. Der gar nicht in der Argumentation vorkommt. Wenn man es rein auf diesen ganzen Bereich Familienwerte und sowas diskutiert, dann kann ich dem komplett folgen. Aber der andere Teil, nämlich die kriminelle Praxis dahinter, die durchaus passiert, und wenn wir es nicht mal schaffen, das Baugewerbe zu überwachen, wie sollen wir es denn bei Prostitution schaffen? Ja. Um das mal ganz kurz überspitzt zu formulieren. Ja, nee, aber das ist auch total okay. Ich würde jetzt auch sagen, so ab und zu ein gesunder Dissens. Und ich würde jetzt auch, wir schließen ab, indem wir zum Mars fliegen. Ja, also ein Mars-Programm starten als Geschenk für die nächste Amtszeit. Hier ist nochmal eine Investition über 25 Milliarden Euro. Das ist ja nicht so, dass das nicht hätte. Das stimmt. Wir implementieren jetzt ein Mars-Programm. Oh, Arbeitslosenzahlen, krass. Die Religiösen, jeder in ihrer Mitgliedschaft. Patriot findet's gut, öffentliche Bedienstete und Technologie geht hoch. Oh, da ist hier Autonomous Lander, Manned Mission, Mars Base. Ja komm, gehen wir mit der Mitte, Autonomous Lander, oder? Ja, da muss ich ja auch noch Ziele lassen. Jetzt sind wir zum Mars gegangen und jetzt würde ich sagen, einfach nächste Runde und wir gucken, was aus unserer Wahl rauskommt. Genau. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Oh, wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Eine Agrargesellschaft. So, jetzt haben wir erstmal Wahlergebnisse. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, Nichtwähler 2%, Oppositionspartei 0% und wir haben 98% erreicht. Das Schöne ist, wir haben es geschafft, eine Gesellschaft oder einen Staat zu gestalten, wo die Leute trotzdem zur Wahl gehen, auch wenn es ihnen gut geht. Das stimmt. Nichtwähler total gering. Zusammenbruch, also die Aufschlüsselung nach den verschiedenen, ja, hier die Kapitalisten mögen uns zwar nicht, die haben uns nur zu 94% gewählt. Änderung ist Gesundheit plus 60, Bildung plus 30, Kriminalität fast minus 20, Armut minus 25%, die Umwelt plus 40. Was, unsere Flugreisen sind nach oben gegangen. Da haben wir gar nichts gegen gemacht. Nee, aber es hat auch wirklich nur einen geringen Auswirkungen auf CO2 gehabt. Tabakgenuss haben wir gar nicht angefasst, ist gestiegen. Ist es durchs Kiffen nach oben gegangen? Das kann natürlich sein. Also durch die Freizeitdrogen. Freigabe, ja. Könnte sein. Legaler Drogenkonsum plus 20, Tabak, ja. Aber ne, aus legalem Drogenkonsum ist Tabak anscheinend rausgerechnet. Aber das könnte parallel gewesen sein. Ja, es sieht gut aus. Trete ruhmreich zurück. Ich weiß jetzt gar nicht, was passiert. Achso. Leistung entsperrt.
Agrargesellschaft. Wer braucht schon Städte und Technologien, wenn man dafür sorgen kann, dass der Großteil der Bürger draußen auf den Feldern ehrliche Arbeit verrichtet? Weiß ich nicht. Also ich glaube, es fühlte sich alles sehr urban an, was wir so gemacht haben. Aber anscheinend haben wir unsere Landwirte nicht vergessen. Ja, wir hatten zumindest hohe Zustimmungswerte und wir haben viele Sachen gemacht für die nachhaltige Landwirtschaft, die ländliche Entwicklung. Da sind wir schon gut reingegangen. Ja, ich will mal gerade, wow. Autosave ist von heute, ich würde den Autosave mal gerade laden. Von 0:20 Uhr. Ach Mist, der Autosave hat hier gespeichert. Ich wollte doch den Kompass nochmal sehen. Hier gibt es ja Gott sei Dank noch einen Kompass. Hier sieht man meine beiden Testspiele. Ich weiß nicht, warum wir jetzt hier zweimal... Ach, das war, weil ich den Autosave geladen habe wahrscheinlich, ne? Ah. Nee, das ist von einem Save-Game. Genau, hier sind wir in unserer finalen Situation. Ziemlich liberal, ein ganz bisschen auf der sozialistischen Seite. Und da kann ich auch noch einen kleinen Hinweis geben auf den politischen Kompass von Democracy 4. Das müssen wir uns unbedingt vorher ansehen. Haben sie dann nämlich im Hintergrund mal 20 berühmte Politiker einsortiert. Oh, spannend. Ja, da bin ich sehr auf deinen... Also da sind auch Lenin dabei, Tony Blair, das sind die Margaret Thatcher, das sind die drei, die ich mir gemerkt habe, aber es sind insgesamt 20, glaube ich. Da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Aber das ist unser Endergebnis. Wir sind durch mit dieser Reihe Demokratie 3, Democracy 3. Und ja, je nachdem, wie das technisch aussieht, mit Democracy 4... werden wir nächste Woche Dienstag die Alpha spielen. Mal gucken, wie wir mit der englischen Sprache hinkommen. Mal gucken, wie das Balancing ist. Aber ich bin schon gespannt. Ich finde besonders das mit 3-Parteien-System und dass man Koalitionen bilden kann oder eventuell muss, wirklich spannend. Tja. Ich auch. Ja, wir haben 2 Amtszeiten jetzt hier gerade fertig gemacht. Und wir haben auch nur 3 Dienstage dafür gebraucht. Ja, insgesamt so knapp nicht ganz 12 Stunden. Und bei der Komplexität, die sich bei dem Democracy 4 gerade angedeutet hat, brauchen wir, glaube ich, noch ein paar Dienstage mehr. Ja, ich glaube auch. Dann allen im Chat, so ein paar verabschieden sich jetzt schon. Danke für einen tollen Stream, das kann ich nur zurückgeben. Danke, dass ihr da wart und hier und da auch eure Meinung gesagt habt. Kommt gerne wieder, nächste Woche Dienstag geht es weiter und wir versuchen Democracy 4 und gucken da mal rein. Wir sind mit Frankreich in Demokratie 3 durch und das letzte Wort hat jetzt wirklich Romy. Juhu, die Evil Corporation Variante wird noch empfohlen, falls wir das mit Democracy 4 aus irgendwelchen Gründen nicht schaffen. Wir gucken uns das auf jeden Fall nochmal an in den kommenden Tagen. Und vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. André, vielen Dank dir für die Debatten, Gespräche, Argumente. Auch ich habe heute wieder eine ganze Menge mitgenommen und gelernt. Ja. Bitte gerne. Gut. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sagt Romy und mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den Entscheidungen haltet, die wir getroffen haben. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann haut sie einfach raus. Wir bemühen uns, die bei unserem nächsten Twitch-Stream zu bearbeiten und zu beantworten. Tschüss.